Hallo und willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wir müssen nämlich noch das ganze Let's Play hier durchmachen mit der Sith-Story. Ich habe vor Dezember, will ich das ja machen, deswegen müssen wir auch schnell weitermachen. Ich habe hier noch ein paar E-Mail-Adressen. E-Mail-Adressen? Als wäre das so real life. Ja. Wo ist Geld hier? Hier ist Geld. Nimm mal mit. Mein Lohn hier nehme ich gerne mit. Gut, wir müssen weitermachen. Eigentlich können wir die Hauptquest nur machen. Also, wir sollten nur die Hauptquest machen. Genau. Und zwar den Feind finden, ne? Ich glaube, die anderen, die werde ich einfach mal nicht folgen klicken. Und dann können wir das vielleicht irgendwann mal wann anders machen. Weil jetzt möchte ich einfach mal die Hauptstory fertig kriegen. Und ja, das dauert ja hoffentlich nicht mehr lange. So, unser Ziel ist direkt hier. Ja, okay, also direkt nebenan. Aber ich schneide trotzdem, weil ist ja nichts Besonderes hier mehr. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, ich bin drin, ne? Ihr kleinen Halunken. Direkt sie als Halunken beleidigen. So, ab in die republikanische Basis. Okay, wo müssen wir denn hin überhaupt? Finde den Aufzeichnungsraum. Wo ist denn der Aufzeichnungsraum? Ach, da hinten wahrscheinlich. Ich muss mich hier so durchschlängeln. Ach, Junge. Naja, es sind nur so kleine Bots, also nichts Großartiges. Sind das nicht Trainingstruppen? Ich bezweifle, dass das Schocktruppen sind. Jetzt kommt der ja auch noch. Was willst du? Na, was willst du? Legst du dich mit mir an? Ich habe auch ein bisschen überlegt, ob ich nächstes Jahr mit der Story von den Jedis anfange. Aber das kommt natürlich darauf an, ob ich Lust habe, weil die Story hat sich jetzt ziemlich lang gestreckt. Also ich glaube, hier kommt auch nur noch ein Planet und dann war's das. So, und dann haben wir es abgeschlossen. So habe ich das nämlich noch im Gedanken. Ich habe die ja schon davor mal gespielt, aber wie gesagt, haben ja sehr viel vergessen. Gott. Untersuche die Energieschlosstür. Ah ja, was gibt's denn da zu untersuchen? Ist nur eine Tür, meine Güte. Bum, bum, bum. Hallo, da draußen. Wieder aufmachen. Auf ein Wort, bitte. Ich bin Jedi-Meister Somenik Timms. Ich habe schlechte Neuigkeiten für euch. Ich sage nicht Nachrichten. Das ist nicht euer Tag, Jedi. Ich bin ein Sith und ich muss in diesen Raum. Ich spüre eure Präsenz und euer Wesen. Ich weiß sogar, wer ihr seid. Vor vielen Jahren war ich Meister Nomen Kars Padawan. Die Macht formte ein starkes Band. Ist ja noch schlimmer, Alter. Ich weiß von eurer Begegnung mit ihm und was ihr ihm angetan habt. Ich bedauere ihn, getötet zu haben. Seit meinem Kampf mit ihm ist viel Zeit vergangen. Es tut mir leid, was ich getan habe. Ja, ich muss nämlich noch gerade Chips essen, warte mal. Er hatte sich vom Licht entfernt. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätte es jemand anderes getan. Seit ihr Kar besiegt und Jessa Wilsam geraubt habt, hat euch der Jedi-Rat beobachtet. Wir wissen, dass ihr nicht länger im Dienst von Darth Barras steht und auch, dass ihr Lord Melikost daran hindern wollt, Darth Ekich zu befreien. Immerhin tappt ihr Jedi ausnahmsweise mal nicht im Dunkeln. Ihr werdet noch feststellen, dass wir nicht so unfähig sind, wie euer Meister uns hingestellt hat. Das ist eine Sackgasse, Sith. Um Lord Melikost zu folgen, braucht ihr Informationen aus den Computern in diesem Raum. Aber die Tür wurde zugeschweißt. Ich bin aus demselben Grund hier. Ja, ich kann sie ja wieder aufschweißen mit meinem Schwert. Bekommen. Nur so ist es ja nicht. Haben mich Lord Melikosts Kommandos hier eingesperrt. Na, wo muss ich denn überhaupt hin? Sag mir mal kurz. Gebt mir den Google Maps Koordinaten. Großartige Idee. Dann kann ich mich darüber freuen, dass die Mission ein Erfolg war, während ich langsam den Hungertod sterbe. Nein, danke. Wenn wir unsere Kräfte vereinigen und sie gleichzeitig auf die Tür richten, könnte das die physische Barriere durchbrechen.
Das macht so gar keinen Sinn. Dass ein Notsicherungskraftfeld sogar das unmöglich macht. Wenn ihr dieses Feld aber ausschalten könntet... Wenn du so eine Tür von beiden Seiten wegstoßen möchtest, dann würde die genau dort bleiben, wo die ist. Also es wird keinen Unterschied machen. Dann beeilt euch jetzt. Ich verabscheue dramatische Pausen. Es gibt mehrere Energiestationen, die diese Installation versorgen. Zerstört sie und schaltet so das Kraftfeld aus. Dann können wir beide diese Tür durchbrechen. Und ihr erhaltet Zugang zu den Häftlingsakten. Ein guter Plan, Jedi. Wir können uns gegenseitig helfen. Es hat den Anschein, dass wir uns beide brauchen. Erkundet den Bereich und zerstört die Energiestationen. Kehrt dann zu mir zurück und hämmert gegen die Tür. Es wird schon alles klappen. Ich werde hier warten. Aber wo sollte ich auch schon hingehen? Keine Ahnung, wer dich überhaupt eingesperrt hat. Da macht er jetzt seine Jedi-Gedenkstunde. Seine Jedi-Gedenkstunde. Jetzt muss ich irgendwo woanders hin, nur um irgendwelche Energiestationen kaputt zu machen. Damit ich irgendwelche Informationen finden kann. Aber ich will den nicht töten, das sage ich jetzt schon. Weil der hat ja mir nichts Böses getan, also. So brutal bin ich jetzt nicht. Ich bin ja nicht ein Sadist oder so. Also wenn ich bekomme, was ich will, dann ist ja alles gut. Hä, jetzt soll ich wieder raus? Ach so, ach Mann. Das ist ja wirklich blöd. So, ach so, die stehen einfach so draußen hier rum. Kann man einfach kaputt machen. Ja, Kommando. Ach, come on. Du hast mich gar nicht bemerkt. Mit ihren Doppellichtschwertern. Ja, ich bin auch gerade noch am Denken, ob ich nächstes Jahr mit Doppellichtschwertern anfange. Das wäre ja eigentlich voll geil. Dann auch noch so eine schöne Padawan. Padawanin. Ist das die Doppel... ist das hier die Merk... Ich kann immer reden. Die Doppel... Die Doppelzahl? Ich rede heute nur noch Unsinn, wirklich. Aber ich habe es heute gerade ziemlich entspannt. Also ich komme so nach Hause, war gerade Gassi und ist so entspannt gerade. Life could be dream, life could be dream. Shoot up, up, do, do, do. Life could be dream, life could be dream. Nein, 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 ich bin nicht da. Meine Fresse, jetzt kommt gleich die ganze Armee. Ich hab doch gesagt, ich hab einen guten Tag. Nicht einen schlechten Tag. Berlin, seid ihr da? Ja, ihr seid anscheinend da. Ja, konzentriert euch mal um meinen Gehelfer. Um Amity. Oh ja, hoffentlich stirbt die jetzt nicht. Fuck, die ist kurz vorm Sterben. Aber alles gut. Die hat's geregelt. Alter, verpiss dich! Ja, nee, lass es mal hier. Zack. Und zack. So. Geklärt. Oh. Wow. Das war wirklich knapp. Mein Lichtschwert sieht immer noch so geil aus, wirklich. Ja. Wo sind alle hin? Auf einmal ist hier alles leer. Wir hätten die aufgeräumt. So. Bam, bam, bam. Ich bin zurück, Jedi. Die Energiestationen sind zerstört. Großartig. Ohne das Kraftfeld sollten wir die Tür durchbrechen können. Auf drei. Eins, zwei, boah, der Shit, der nervt mich. Willst du mich irgendwie ausstellen? Gut gemacht, Sith. Und bevor ihr jetzt daran denkt, gegen mich zu kämpfen, solltet ihr erst die Computer hier untersuchen. Ich wollte nicht kämpfen.
Ganz entspannt. Ich will jetzt auch keinen Stress anfangen. Ich würde sagen, Sie haben schon bessere Tage erlebt. Hm, Sie rauchen immer noch. Ich frage mich, wer Sie zerstört haben könnte. Der Darf, hinter dem wir hier sind. Ja, das zweite klingt am besten. Soll ich etwa glauben, dass Lord Melikos das getan hat? Glücklicherweise war er nicht so schlau. Nein, ich habe sie zerstört. Ich habe es getan, damit niemand anderes von Darth Barras Leuten triumphieren kann. Das heißt, solange wir beide Lord Melikos stoppen. Jetzt bin ich der Einzige, der den Weg kennt. Unser Ziel ist dasselbe, selbst wenn es unsere Motive nicht sind. Ich schlage eine Partnerschaft vor. Ja, okay, machen wir einfach mal. Wir liegen nicht im Streit miteinander, Timms. Arbeiten wir zusammen. Wie unerwartet freundlich. Ich werde trotzdem vorsichtig bleiben. Alles, was ich euch erzähle, ist, dass wir ins Tiefgefängnis müssen. Die genaue Lage von Darth Eckets Zelle bleibt mein Geheimnis. Als Zeichen meines guten Glaubens zeige ich euch den Weg zu ihren Attentätern. Ihr könnt dafür sorgen, dass sie eingesperrt bleiben, während ich uns Zugang zum Tiefgefängnis verschaffe. Das reicht. Vorläufig werde ich euch nicht in Stücke hacken. Dafür bin ich dankbar. Ihr werdet sehen, dass der Plan Sinn ergibt. Vielleicht könnt ihr die Attentäter zurückhalten, ohne dass es dabei zu einem Kampf kommt. Ich könnte das nicht im Traum. Hier sind die Koordinaten. Kontaktiert mich über Holo, wenn ihr fertig seid. Und wir stellen uns gemeinsam den Darths. Dazu braucht es uns beide. Gut, vielen Dank. Ah, so ein netter Kerl. Jawohl, Rang 47. Wir kommen der 50er-Reihe näher. Und wir haben sogar neue Fähigkeiten bekommen. Lichtschwertwurf. Ah, ja. Interessant. So, wo komme ich denn hier raus? Ach, da wieder. Warte mal. Oh Gott, wir müssen dort hinterher. Ja, dann kann ich eh erstmal schneiden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis gleich. Was ist denn das eigentlich hier für eine Route? Ich muss erstmal hier komplett außen rum, nur um eine Person zu töten. Ach Gott. Laufe ich jetzt die ganze Zeit hier außen rum. Ich könnte wahrscheinlich hier lang gehen, aber dann sind da bestimmt auch wieder 100 Leute, die mich angreifen wollen. Also, gutes Game Design. Nur am Laufen, da ist ja WoW besser. Naja, egal. Hauptsache die Story ist gut. Und wie ist es? Gott, nach einer Ewigkeit später sind wir drin. Wir müssen erstmal einen Aufzug starten. Ja, halt mal kurz die Klappe. So. Bin drinne. Ach, Junge. Fahr schnell runter. Nein. Du kannst das nicht benutzen, während du kämpfst. Oh, wer hat sich das denn ausgedacht? Ja, okay. Vielleicht sollte ich auch einfach spielen. Ui, das war schon ein geiler Flieger. Hast du gesehen, der ist einfach wie so ein Boomerang umgeflogen. Zurück. Und wieder zurück. Ja, netter. Keine Ahnung, was er da immer labert. Runter jetzt hier. Ja, sind wir auch. So. Oh. Ey, Standbild. Okay, wie können wir uns da jetzt durchschlängeln, ohne dass die Gegner wütend werden? Ah, fuck. Du Dreckiger. Da gibt's jetzt erstmal eins auf die Nuss. Emily, kümmere dich darum. So, geht der jetzt zurück? Ja, bedeutet nur dein Tod. Verdammt. Ja, ja, geh mal weg. Ach, Manu, ich dachte, das geht. Nicht denken, sondern machen. Obwohl, diese Aussage war gerade ziemlich dumm. Wie viel Geld hab ich irgendwie? 75.000. Na, da müssen halt noch mehr. Ich wollte gerade Euro sagen, aber wir sind ja nicht hier
Wir sind ja nicht hier bei Europa. Jungs, feiert ihr eine Party? Da kommt ein Sith. Ich spüre Feindseligkeit. Eure Rettungsaktion ist wohl aufgeflogen, Imperialer. Waffen bereithalten, Leute. Wir haben Besuch. Nehmt den Finger vom Abzug. Erst will ich wissen, was der Sith vorhat. Der Imperator schickt mich. Ich bin von höchster Stelle autorisiert. Ich bin der Zorn des Imperators. Eure Worte sind wahr. Das spüre ich. Aber ich spüre auch Feindseligkeit gegenüber meiner Meisterin, Darth Eckage. Eckes ist so ein Feind geboren. Und Feinde, na, die brauchen wir hier nicht. Eure Meisterin und ihr Bruder Barras stellen sich offen gegen den Imperator. Sie müssen ausgemerzt werden, zusammen mit all ihren Verbündeten. Dann kündige ich meine Allianz mit den Verbrechern auf. Meine Infiltratoren und ich sagen euch und dem Imperator unsere Unterstützung zu. Wir werden die Kommandosoldaten ausschalten und dann unsere restlichen Brüder befreien. Das freut mich. So ein soll's sein. Schluss. Eure Loyalität ist uns willkommen. Entschuldigung, ich unterbreche nur ungern, aber ihr wollt uns doch nicht wirklich umbringen, oder? Nein, nicht wirklich. Oh, jawohl. Einer hebt so die Hände hoch, Junge. Bitte lasst mich in Ruhe. Ah, wie lustig hier. Gut. Gut so. Jawohl. Kameraden, gut. Wir sind jetzt nicht nur frei von der Enge dieser Zellen, sondern auch von Darth Eckages Herrschaft. Wir werden uns nicht einmischen, wenn ihr Darth Eckage gegenübersteht, mein Sith Lord. Ihr habt mein Wort. Die Hand wird sich an euch wenden. Lebt wohl. Man wird euch herbeirufen. Macht euch bereit, dem Imperator zu dienen. Wir werden dem Ruf folgen. Möge eure Stärke euch nicht verlassen, wenn ihr der Meisterin gegenübersteht. Gute Wahl, Glatzkopf. Na, das war doch nett. So, wer ruft mich hier an? Tim's hier. Ich habe mich um Darth Eckages Attentäter gekümmert. Habt ihr eure Aufgabe erfüllt? Also ja und nein. Ich habe einen Weg ins Tiefgefängnis gefunden, aber es gab Probleme. Und bedauerlicherweise ist der Weg hinter mir eingestürzt. Das nenne ich... Boah, Alter, kommt der jedes Mal in so eine Situation? Kein Problem, ich kümmere mich darum. Also ich bin hier Handwerker. Das erledige ich. Jede andere Antwort hätte mich auch verwundert. Ich schicke euch die Koordinaten für unseren Treffpunkt. Von dort aus ist es nicht mehr weit zu Darth Eckages Zelle. Viel Glück, Sith. Ich Dankeschön. Hoffe, ihr schafft es. Ohne ja, euch hätte ich keine Chance. Ja, nee, alles gut. Mach ich gerne, also so ist es jetzt nicht. Alright, triff dich mit Meister Tims. Gut, aber das werden wir in der nächsten Folge machen, denn diese Folge ist schon lang genug. Und wir wollen ja jetzt hier auch nicht zu viel schnatzen. Und ich werde schon wieder angegriffen, das geht ja mal wieder gar nicht. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.